Also wir haben ja einen sehr kunstinteressierten Vater, der sich das ganze Buch da durchgeblättert hat und wir laufen dem hinterher. Der hat markiert und wir gucken zusammen auf der Karte, wo wir als nächstes hingehen. Ich fand es auf jeden Fall voll interessant, weil man, also ich finde, irgendwie man kann selber so, man macht sich halt automatisch drüber Gedanken, so was man alles so wieder verwerten kann und auch irgendwie dieses Jagdhaus-Gedöns. Also ich fand es voll interessant irgendwie, weil ja auch nicht unbedingt nur Tiere von hier dargestellt sind. So. Was ich schön fand war, wir laufen erst rein und dann sehen wir diesen Aufkleber da oben und die anderen machen den so. Ah, oh, das gehört bestimmt nicht dahin. Wir hatten es da hingeklebt und dann gehen wir rein. Und dann um die Ecke sind ja gleich diese Konservendosen und da waren ja auch diese Totenköpfe drauf, die wiederverwertet waren. Und das war dann so, oh, vielleicht gehört es doch dahin. Das war ganz cool. Und also wir sind reingegangen, ohne uns das vorher durchgelesen zu haben. Das ist dann so immer so ein Stück das selber entdecken und Stück für Stück zusammenfügen. Und am Ende haben wir uns dann erst durchgelesen, um was es ging. Und dann hat man gemerkt, so irgendwie haben wir ja doch verstanden, in welche Richtung es ging, weil es ging ja um welche Tierarten in den Ländern gefährdet sind oder am Aussterben sind. Das finde ich ganz interessant, dass man dann so Stück für Stück selber entdecken kann.